Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen Geld aufgetrieben. Denn jetzt fahren wir nochmal zum Tuning Shop und gucken nochmal nach unserem Toyota Supra. Müssen wir uns auch erstmal aus der Garage wiederholen. Achso. Denn es könnte sein, dass wir jetzt genug Geld haben, um den uns aufzubauen. Ja. Und dann holen wir uns den Stage 2 Turbo. Ja, und jetzt würde ich gerne wissen, aber das sieht mir so aus, als wäre das... Ja, ja, okay. Gut. In dem Fall können wir ja eigentlich mal den direkt ausprobieren, oder? Wir fahren jetzt einfach mal mit einem Auto, was aussieht wie frisch vom Händler, zu diesem Stern. Und fahren das mal hier. Das war knapp. Wenn ich da auf den Parkplatz gekommen wäre, dann wäre... Das wäre schlecht. Dann hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Au. Kinder, bitte fahrt in der Realität nicht so um Kurven. Stuff Magazine is putting your rocket on their cover. You gotta like that. Ja, man sieht fast gar nichts von dem Auto, aber ist wahrscheinlich auch besser so. Gut, dann wollen wir einfach zu dem Stern fahren, oder? Ja, komm. So, ist das hier? Da irgendwas mit Nitro. Jetzt wird es auch tatsächlich gar nicht mehr so lange dauern, bis wir... Bis wir den letzten Teil der Map noch freischalten. Das war... Ist hier was? Nee, sah nur so aus. Und jetzt müssen wir wieder komplett hier hoch. Spitzenmäßig. Klar. Kann sich auch einfach mal komplett drehen, wenn man um eine Kurve fährt. Das geht. Da hat mein Headset wieder mal ausgesetzt. Das ist besonders gut bei einem Spiel, wo ich eigentlich drauf hören muss, was ich zu tun habe. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit auf... Sag mal, was ist denn hier los? Ich kann ja nicht die ganze Zeit auf den Drehzahlmesser gucken, um zu wissen, wann ich schalten muss. Ich muss das ja hören. Und wenn dann das Headset einfach keinen Bock hat, irgendeinen Ton auszugeben, dann schwierig.
Ah, warum? Ich hasse das GPS-System in diesem Spiel. Danke. Ach, ist auch noch da oben drin. Gut, dass die Zeit immer so großzügig bemessen ist. You made it. Spoiler. Ja, ja. Gut. Dann, ja komm, fahren wir einfach den letzten Stern auch noch. Dann haben wir unser Stockauto immerhin auf 3 Magazincover bekommen, das ist doch schön. Naja, Stock ist es ja nicht, aber zumindest optisch ist es das auf jeden Fall noch. Der Supra hat irgendwie richtig Bock zu driften, aber ich habe den ja auch noch nicht optimiert. Da hatte ich eben keine Lust zu. Geld. 50, das ist noch einer von den Rewards ganz vom Anfang des Spiels. Denn ja, wir begeben uns tatsächlich so langsam aber sicher, kommen wir dem Spieler in der Mann näher. Das wollte ich sagen. Also wir sind ja jetzt fast durch mit Stage 4 und ich glaube, es gibt dann nur noch einmal die Map voller Rennen und dann war es das schon. Mehr oder weniger. Okay, hier bekommen wir jetzt ein Performance-Upgrade. Was vielleicht gar nicht mal schlecht ist, wenn wir das auf dem Supra haben. Weil das auf jeden Fall ein Auto, mit dem kann man das Spiel auch durchspielen. Das habe ich auch selber schon mal gemacht. Where? Insofern passt das hier eigentlich ganz gut. So, jetzt dürfen wir uns was aussuchen, glaube ich, oder? Wie war das? Ja, genau. Ja, Bremsen. ECU oder Turbo? Ich würde sagen, wir nehmen mal den Turbo. Ja, danke. Fahren wir hier hin oder fahren wir erst die? Ne, komm, wir fahren erstmal hier. Fahren wir mal dahin, das Drag-Rennen und die beiden URLs. Und dann müssten wir eigentlich genug Geld haben, um das Auto auch optisch auf Vordermann zu bringen. Warum sagt man das eigentlich, auf Vordermann bringen? Wo kommt das her? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Idee, wo das herkommen sollte, weil nichts, was ich gerade im Kopf habe, auch nur im Ansatz Sinn ergibt. Naja, falls ihr das wisst, könnt ihr mir das ja mal erklären.
würde mich interessieren, wo das herkommt. Ich glaube, wir müssen nach oben. So, jetzt sehe ich mich auf jeden Fall schon bis zum Ende der Folge dieses Jack-Rennen hier fahren, weil ich es nicht auf die Reihe krieg. Aber wir werden sehen. Soll ich denn an den da rankommen? Der ist ja einfach komplett weg. Ja, das müssen wir nochmal machen. Brauchen wir nicht noch, ich setze mich mal anders hin, eine Sekunde. So. Und dann fahren wir das einfach nochmal. Nein. Oh. Höchstwahrscheinlich wollte ich das. Boah, ich musste vom Gas gehen, weil der Motor kurz vorm Explodieren war, aber ja, 0,01 reicht ja zum Gewinnen. So, dann fahren wir mal ein URL-Rennen mit unserem Stock. Supra. Mal gucken, was das macht. Ja, das hier ist auf jeden Fall das Rennen, was ich eben mal angesprochen hatte. Diese Kurve da am Anfang. Die muss man entweder perfekt treffen, also diese Kurvenkombination, oder hart abbremsen, oder man fährt halt gegen die Wand. Warum fahrt ihr eigentlich alle nach rechts? Ach da, weil seine Linkskurve kommt. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, wie ein Profi. Wie ein Profi. Ja, wie ein Profi bin ich die Kurve gefahren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch hinbekomme.
es ging. Aber wir waren auch nicht sonderlich schnell. Was vor allem daran liegt, dass wir ja nur Level 2 Upgrades haben im Auto. Ach Mist, ich habe das überhaupt nicht richtig gesehen. Warum hat dieses URL-Rennen eigentlich 5 Runden? Was ist da los? Muss mal ein bisschen ran, sonst verlieren wir den ersten irgendwann. Aber dafür ist Nitro ja auch da. Und es kann nicht sein, dass ich das irgendwie überhaupt nie benutze. Außer in der letzten Runde, weil ich es dann halt einfach wegballer auf einer Geraden. Das war auf jeden Fall besser. Kann man hier diese Kurve eigentlich auch so fahren? Kann man, aber man muss dann echt hart abbremsen. Danke, I guess. Hat mich zweimal am Heck so berührt, dass ich die Kurve besser gekriegt habe. Ich glaube, ich muss das Auto mal ein bisschen optimieren, sonst weiß ich nicht, sonst ist das irgendwie nichts. Thank you.
Hallo, lass das doch mal. Was soll das? Ich glaube, dem geht's zu gut. Acht Minuten. Einfach 8 Minuten für das Rennen. Naja. Wir begeben uns zum nächsten. Aber erstmal nehmen wir uns dieses Geld hier mit. Was ist hier passiert? Den einen hat es wieder irgendwo komplett weggesprengt. So, da bist du jetzt selber für verantwortlich. Also da kann ich jetzt auch nichts für. Entschuldigung. Können Sie mich bitte nicht wegrempeln? Da hinten hat es einen gedreht. Ich glaube, das war der, der gegen mich gefahren ist gerade. In der Kurve. Ich glaube, den hat es einfach dabei komplett zersägt. Warum auch immer. Excuse me. Das geht so nicht. Wir können hier nicht einfach an mir vorbeiziehen. So. Natürlich sind es mal wieder mehrere Rennen, ist klar. Oh, ich hasse es am Anfang. Diese Kurve. Okay. Diese Kurvenkombination da, die ist sowieso schon immer ein bisschen tricky. Aber am Anfang ist das echt
die Hölle, wenn da alle gleichzeitig durch wollen. Was man theoretisch machen könnte bei Need for Speed, wäre mal so eine Art Challenge, dass man einfach kein Nitro benutzen darf. Wobei so eine richtige Challenge ist ja auch nicht. Ich benutze das eigentlich nur, wenn ich aus irgendeinem Grund mal wirklich so weit zurückfalle, dass ich das, den Erstplatzierten nicht mehr sehe und wir nicht gerade erst in der ersten Runde sind, so wie eben. Oder zum Stabilisieren, und ansonsten verblase ich es halt einfach komplett in der letzten Runde auf der längsten Geraden. Sorry, war Absicht. Aber also Letzteres müsste ich halt nicht machen. Und ein kurzer Nitro-Schub zum Stabilisieren, der kann manchmal ganz hilfreich sein. Aber muss auch nicht. Also dann dauert es halt einen Moment länger, bis man richtig ins Gas gehen kann. Aber so, das zum Beispiel, das war so ein kleiner Nitro-Schub zum Stabilisieren, dass wir aufhören zu rutschen. Aber ja, hätte halt auch nicht sein müssen. Letzte Runde, die Kurve haben wir wieder überlebt. Sie hat mir als Kind auf jeden Fall einige Rennen verhagelt. Aber als Kind habe ich simpelste Dinge noch nicht gecheckt. Also zum Beispiel habe ich als Kind auch gedacht, es wäre am besten, wenn man innen an die Kurve anfährt, weil man da ja den kürzesten Weg hat. Und das, diese Logik ist durchaus zutreffend, wenn man Rennen läuft. Aber bei einem Auto, was halt irgendwie mit 300 km/h irgendwo langfahren kann, sind die 3 Meter, die man da mehr fährt durch die Kurve, ziemlich egal. Aber das war mir als Kind irgendwie nicht so einleuchtend. Habe ich immer gedacht, innen anfahren ist besser. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, das verlieren wir gerade. Ja, verlieren wir. Also nicht verlieren, aber wir werden nur Zweiter. Ist aber nicht schlimm, weil es war ja sowieso so ein Turnier. Oh, jetzt sind wir punktgleich und damit haben wir das Turnier nicht verloren, weil es noch ein Rennen gibt. Okay. Gut. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall vor dem, was war das, ein schwarzer Eclipse oder war es ein Supra auch? Ich weiß gar nicht, ich habe nicht so richtig, es war ein Eclipse. Hab nicht richtig drauf geachtet. Aber da ist er ja. Alles klar, schönen Dank auch. Aber ja, unser einziges Ziel ist, dass wir vor dem ins Ziel kommen. Der Rest ist egal.
Sag mal! Es ist ja auch noch Erster. Ich fasse es nicht. Weg da. Ja, wie gesagt, mir ist der da vorne völlig egal. Mir geht es nur um den Supra. Ey, um den Supra, um den Eclipse. Also mir geht es natürlich auch um den Supra, weil wir das sind, aber... So gewinnt man mit 2 Punkten Vorsprung. Glück gehabt. Ja, da haben wir ein neues Auto freigeschaltet. Ich wollte nochmal eben gucken. Weil der hatte doch was gesagt, von wegen am Flughafen gibt es irgendein nicht gelistetes Rennen. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Obwohl wir am Flughafen sind. Naja, ist ja auch egal. Wir werden in der nächsten Folge einfach dann fahren wir in der nächsten Folge einfach hier hin und fangen dann mal mit dem Optik-Tuning von dem Supra an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst mir gerne auch einen Daumen, Abo, Like, nee, das habe ich schon gesagt. Kommentare vor allem da, da freue ich mich immer am meisten drüber. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.